Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Daddy Skins Video. Ich wurde wieder aufgeladen, da oben rechts in der Ecke sieht man's und hier folgt nun direkt die Belehrung. Ihr müsst 18 Jahre alt sein, um reingambeln zu können. Guckt bitte, dass ihr auf euch und euer Geld achtet. Wenn ihr irgendwie Probleme bei euch feststellt, dann ruft bitte die Seuchen-Hotline an, wollte ich gerade sagen. Die Hotline für Spielhilfe und so weiter und so fort ist unter dem Video verlinkt. Wenn ihr das bei einem Kollegen feststellt, bitte auch direkt klären und demjenigen Hilfe suchen. Spielt hier einfach nur mit Wegwerfgeld. Das heißt, ihr ladet einen 20 auf und wenn ihr mit den 20 Euro mehr rausholt, dann ist schön. Wenn ihr alles verliert, dann ist auch gut. Fertig. Aber ladet hier bitte kein Geld auf, dem ihr danach hinterher weint oder sowas. Einfach nur Schotter. No? Und wenn nicht, also wenn ihr nicht einfach Wegwerfgeld habt, dann bitte guckt mir einfach nur zu, wie ich reingamble und wie ich das Geld von Daddy Skins verliere oder uns was für die Giveaways hole und fertig ist der Lack. Sehr schön. Heute haben wir Folgendes vor. Es gibt erstens ein paar neue Kisten, die wir uns gleich anschauen und ich möchte mit einem von euch ein paar Arena-Fights machen und gucken, wie es so läuft. Zuerst gehen wir die Cases. Es gibt einmal die Big Bang Kiste, ganz neu. Die kostet $244, das ist echt krass. Da weiß ich wirklich nicht, ob ich da überhaupt rein soll, weil ich die Sorge habe, dass das Video extrem kurz werden könnte, wenn ich jetzt hier, also es ist halt ein recht hohes Verlustrisiko, ne? Darum gehen wir erstmal in die andere neue Kiste rein, wir heben uns die trotzdem auf für später, wir gehen in die Code X Kiste rein, guck mal, was es so gibt, das ist doch lecker, das ist doch lecker, also Leute, wisst ihr was? Fünfmal ihr das. Die Katze schreit vor der Tür, ist mir egal. $21, wir, nehme ich überhaupt auf, ja, wir gehen rein. 3, 2, 1 und... Na, also Code X kann ja nur Glück bringen. Ich dachte gerade, da wäre ein Hive, Mann. Immer wenn ich so viele aufmache, mein Kopf so leicht schräg macht, dann raff ich manchmal nicht, wohin der Hase läuft. Scheiße. Na okay, okay, gut, gut, gut. Eine Sache ist sehr gut. Wir können uns jetzt sehr leicht merken, dass wir, wenn wir später im Inventory sind, hier angefangen haben. Wo diese ganzen violenten Damiane sind, ne, und die Vino Primo. Die ist übrigens, die ist ganz in Ordnung. Die Vino Primo, komm, ist ein schöner Fehlerskin. Ich muss mal kurz Nico entführen, Leute, ich bin gleich wieder da. Cool. Oh, Alter. Und ich hier rein gegen Nico G. Und es ist klar, Nico, wer da gewonnen wird. Ah ja, guck mal. Easy. Alter, was? Nee. Oh, warte eben. Och, nee. Das war aber sehr knapp. Das war aber sehr knapp, du alter Frechdachs. Na klar. Na klar, aber das, wie viel hast, weiß, hast du? Ah, du hast ein bisschen Plus gemacht sogar. Oh Mensch. Ja, 10 Cent. Ja, also genau so muss es laufen. Jetzt kommt der Teamfight. Rantner ist in. Und jetzt müssen halt nur noch zwei Keks reinkommen, die wir abziehen können. Oh, so na, viele klar. Kisten. Mm. Oh, okay. Nico, wir müssen. Na, also das ist ja zu einfach. Weiß gar nicht. Was für Kackboons. Oh, Scheiße. Oh, wait a minute. Stopp. Also, easy. Okay, also da es war ja nicht klar, dass wir gewinnen werden. War noch nie so sicher. Oh, 31 ist schon nicht schlecht. Oh, warum hatten der eine Ding? Aber alles gut. Die Preise hier sind ja ein bisschen neu. Ja, es darf halt nur nicht krasser werden, ne, bei denen, das ist ganz klar. Ah ja. Jetzt kommen wir eben noch ein Buch. Okay, also wir müssen auch mal ein bisschen was machen können. Wir müssen also auch den besseren Mucht. Ich habe immerhin nur, oh shit, das ist aber ein bisschen eklig knapp gerade hier. Oh Gott, ich ändere das. Also 33. Also mit so einem Abstand, so viel waren wir vorne. So weit. Geil, Mann. Oh Mann. Ja, perfekt. Das haben wir super gelaufen. Mit einer Katze auf dem Arm kann man ja nur gewinnen, am I right? Boah. Die riecht richtig frisch. Katze, bitte. Rüdiger, bitte. Oh, wie so ein Spielkasten. Na also, jetzt habe ich eins gemacht, Leute. Obacht, Katze ist auch jetzt hier. Oh, der reiche Mann wieder. Oh Gott. Kätzchen, bitte. Dekadent geht die beste Kunde. Ja, und jetzt reißen wir die. Oh, Kitty schon wieder. Was? Leute. Hat mal was gezogen? Also, oder, sag mal, warum holt denn der sich jetzt so eine AWP, der Lauchlappen? Komm, Nico. Nein. Jetzt aber, komm schon. Nein. Nein. Doch, ich hab's gar nicht gesehen, hä? Das letzte war doch nicht mehr wert. Die waren doch zuerst vorne. Leute, haben wir mal wieder klar reingescannt, das ist logisch. Das ist der Partnerbonus, ach du Scheiße. Ja gut, also ich hab niemals gezweifelt, das ist klar. Ich natürlich auch nicht. Also ich hab das durchgehend gesehen, den Win. Aber da willst du bestimmt noch was rausbehalten, Nico. Also sag, also nimm ruhig ja noch einen Win. Alles klar, gut. Man muss ja kurz erwähnen, dass Nico immerhin schon von 25 auf 48? Nee, 40. Auf 40 hoch ist. Das ist schon, kannst du, oder? Scrank.
Katze mich anguckt. Nein, ist es nicht. So, was ist jetzt? Also die Gewinnerbuben werden sowas von gewinnen. Das ist klar. Das ist logisch. Coolen von der Schule. Ich muss auch so ein Ding machen. Pass auf, wenn jemand reinkommt, dann wink ich, als wenn ich nett wäre, aber dann gewinnen wir halt. Das ist der Clou dabei. Oh, wie so ein Frechdachs. Beauty. Oh, guck mal. Ey, sag mal. Nein. Nee. Nee, nee. Und das war schrei bitte. Nein. Shit. Also, da haben sie ein bisschen viel Glück gehabt. Aber ich meine, man kann den Namen von dem einen auch nicht aussprechen. Karma ist eine Bitch. Das zählt nicht. Aber, Nico, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. War sehr geil. Yes. Kuss. So, nach diesen wunderbaren Arena-Fights werde ich jetzt dann doch diese Big Bang-Kiste aufmachen, weil ich denke, Katze, was ist los? So, Katze ist draußen. Ich werde jetzt so eine Big Bang-Kiste aufmachen. Wir haben jetzt, denke ich, schon einiges an Content mit Nico zusammen gesnackt, dass ich hier einfach mal locker 244 raushauen kann und trotzdem noch genug Zeit, also Geld ist gleich Zeit, habe. Moich. So, ich mache die logischerweise nur einmal auf. Ich habe vorhin zu Sneasel schon gesagt, dass hier ist natürlich alles nice. Ich würde alles behalten. Stay hier vorne. Aber ja. Gucken wir einfach mal. Ich mache jetzt einmal diese Kiste auf. Ich mache auch die Augen zu. Und bin gespannt, was für $244 rauszuholen ist. Und go! Okay. Okay, komm. Absolut Fettverlust gemacht. Aber. Trotzdem ein schöner Skin. Also für die Giveaway ist eine geile Sache, ganz klar. Schönes Teil, aber so dick Geld weggeworfen. Das wäre natürlich noch krasser hier, aber... Naja, nehmen wir mit. Wir nehmen mit, was geht. Let's go. So Leute, und jetzt... nach diesem phänomenalen Zug werde ich mal wieder in die Bonanza-Kisten reingehen. Ich möchte demnächst auch ein eigenes Video nur dazu machen, indem ich dann nur Bonanza öffne und gucke, ob wir halt irgendwie... Die Wahrscheinlichkeit ist halt extrem gering, dass man da den Bonanza sich snackt. Aber sie ist vorhanden und da werde ich demnächst mal drauf gehen. Jetzt haue ich hier mal 5 raus. Einfach nur, um mich so ein bisschen aufzuwärmen, reinzufühlen. Eine Diskothek, nicht schlecht. Und als nächstes machen wir noch die Desert Stone bei Bonanza auf. Und danach noch die Lava-Case. Leute, gar nicht so übel. Ich glaube, die Power Green ist überhaupt gar nicht so extrem ekelhaft, wie manch einer glaubt. Cool bleiben, Leute. Cool bleiben. Und wir haben Plus gemacht, ne? Fast $10. Also, nicht schlecht. Desert Stone, komm, Daumen habe ich schon hochgegeben. War ja klar, bei so einem geilen Ding, das ich ja. Bei der Lava Stone gab es von uns noch keinen Daumen nach oben. Hat das einen Grund? Man weiß es nicht. Wir gehen mit 25-25 rein und gehen raus mit... Ich schließe kurz die Augen... Und sehe nun. Nicht so gut. Ich werde jetzt einfach noch ein paar Kisten aufmachen. Wir haben heute irgendwie viel zu wenig geiles Zeug gezogen. Generell viel zu wenig Verwertbares gezogen, vielmehr. Und da müssen wir mal noch irgendwo ein bisschen reinlacken. Guck mal hier. Kein Lack. Schade. Nochmal. Let's go. Es ist zumindest eine Bulldozer oder sowas. Wäre doch vollkommen in Ordnung. Wir haben $10 rausgeholt, okay. Ja, doch, tatsächlich. Das macht zusammen ungefähr $10. Auf. Irgendwas so. Also was wird auch. Warum so? Schon wieder $10, hä? Wir zahlen 11 und holen jetzt zweimal schon 10 raus. Schaffen wir das nochmal? Wir sind jetzt easy drüber. Komm, jetzt. Einfach irgendwie was. Oh! Ah! Mann! 8, ich hör auf. Die ist scheiße. Wir gehen wieder rüber in die Upgrades. Wir suchen ein bisschen was aus und dann sehen wir weiter. Heute gehen wir nur auf die Mal-5-Geschichte, damit wir schon noch so ein paar mittelgroße Sachen rausziehen können. Jeder freut sich, wenn es an einem Streamtag hier sowas oder halt sowas für 30 Euro gibt, ne? So plus minus, ist schon eine geile Sache. Guck mal, die ist BS. Ich habe mich jetzt für diese 5-7 Hyper Beast entschieden und bin auch wieder unter den 20%. Letztes Mal haben wir da ja richtig fett reingelackt. Und weil wir heute auch so viel Krustel gezogen haben, können wir das auch noch ein bisschen machen. Von daher, erster Versuch für die 5-7 Hyper Beast in Minimalware, glaube ich. Und leider ging das voll in die Hose. Ist aber kein Problem. Ich fülle direkt wieder auf. Versuch Nummer 2. Diesmal auf 19,46%. Auch wieder nur Krustel. Wir gehen rein. Ich mache wieder die Augen zu. Denn dann habe ich immer besonders viel Glück. Oh, geil. Geilo. Oh, direkt zweiter Versuch. Also, ich muss wirklich sagen, Sneasel, vielen, vielen Dank für diesen
Es war ja eigentlich kein Tipp von dir. Du hast einfach nur gesagt, ey, ich habe die letzten paar Upgrades hinbekommen und hatte da irgendwie nur 14% oder 4%. Und dann kam ich überhaupt erst auf die Idee, nicht auf 50, 60, 70 zu gehen, sondern einfach mal die kleinen zu versuchen. Richtig geil. Richtig geil. So, meine Damen und Herren, ich habe ausgesucht. Es sind ganz viele Sachen geworden. Ihr werdet jetzt gleich in der Übersicht besser sehen können. Ich drücke ja schon mal auf Send to Steam. Wir sind bei $99.32. Und wir gucken mal, ob alles verfügbar ist. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt muss ich noch ein bisschen rumkruscheln. Das kann man auch einfach mal überschneiden. So, Leute, ich habe hier die passenden Wahlen getroffen. Wir zahlen nur 91 Cent drauf und machen die Geschichte jetzt klar. Es wird alles versendet. Und ich freue mich sehr, weil heute haben wir wieder richtig, richtig viel rausholen können. Auch schöne Giveaway, also das ist ja alles für die Giveaways, ganz klar. Auch so die perfekte Mischung. Wir haben zwei recht große Sachen. Dann einiges an Filler, hier nochmal was Mittleres. Also das ist sehr, sehr lecky-schmecky. So, es ist jetzt alles bis auf ein Skin da, und zwar die USPS Cortex. Die fehlt noch, aber die wird jetzt, nehme ich an, dann noch nachgereicht. Wir machen schon mal das Giveaway von letztem Mal ready und machen dann heute auch schon wieder ein neues auf, also ran. Beim letzten Mal gab es diese leckere Farmers für euch und ihr musstet Folgendes machen. Bist du bereits bei uns in den Livestreams gewesen, beziehungsweise hast du es in Zukunft vor? Ich habe ja schon alles vorbereitet. Das heißt, einer von diesen 27 Leuten, vielen, vielen Dank für die Kommentare, der jetzt hier gezogen wird, der muss eben auch bezüglich des Streams irgendwas geschrieben haben. Nur dann kann man diese tolle Farmers gewinnen. Bin so gut wie in jedem Stream dabei. Na also, Kratox, ist doch super. Kuss. Wir machen das so wie immer. Du schreibst bitte unter diesem Video hier, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und fügst hier bei Hallo, darunter einfach deinen Trade-Link bitte noch ein, also auf deinen YouTube-Kanal. Und dann schicke ich dir das Teilchen rüber. Und natürlich habe ich auch schon das nächste Giveaway ready. Heute gibt es Folgendes. Und zwar gibt es im heutigen Giveaway dann diese USPS Blueprint für euch. Lecker Teilchen, ist sogar ein Fünfer wert. Also schnucklig, ne? Man kann ja wie immer über die Kommentare mitmachen oder teilnehmen. Es ist diesmal total einfach. Ihr schreibt einfach, ob euch dieser Blueprint-Skin gefällt oder nicht. Sobald ihr eure Meinung über diesen Skin schreibt, seid ihr automatisch mit im Giveaway dabei. So. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass ihr in die Streams reinschaut. Vielen Dank, dass ihr hier die Likes vergebt, dass ihr kommentiert. Richtig, richtig nice. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich kommentiere auch jeden Kommentar. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Denkt bitte dran, in den Streams gibt es die großen Giveaways, die richtig fetten Sachen. Ne? Rankommen und later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken, fette Mutter. Oh.